Ja, hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Mir Octavian von Octas Gameplay hier in American Truck Simulator. Und ja, heute möchte ich euch den Mack Titan Superliner vorstellen. Und ja, wo finden wir den? Natürlich beim LKW-Händler. Und ja, wo könnte man den finden? Ja, es ist nicht so schwierig. Sind ja nur zwei, ne? Diesmal finden wir ihn, also diesen Truck finden wir beim Peterbilt Händler, ne? Da könnt ihr ihn auch sehen, wenn er aufgeladen ist. So, da ist er. Ausführung ändern. Und ja, so kommt er daher in richtigen Schwarz. Ne? Und ja, das sind so einige Standardfarben und dann diese spezielle Metallic Farben, ne? Die ihr schon mittlerweile von Menge anderen Trucks kennt. Na, Benutzer definiert glänzend und Benutzer definiert Metallic. Ja, also wenn ich einen weißen Truck haben will, gibt es hier nicht. Also Benutzer definierte Farbe, zack, weiß. Ja, so sieht er in weiß aus. Oder ihr könnt ihn schwarz machen. Ja. Aber ich lasse ihn mal weiß, damit wir auch besser die Details erkennen an den Truck. So, fangen wir klassisch an mit der Kabine. Da ist nur die eine. Ja. Beim Fahrgestell sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir drei Fahrgestelle. Einmal mit Midlift und einmal ohne Midlift, aber schwere Achsen. Was das auch immer bedeuten würde. Ich habe da keinen großen Unterschied zwischen dem und dem gesehen. Aber naja. Gut. Dann kommen wir zu den Motoren. Ist sehr aufgeräumt. Ne? Von 515 PS bis 625 und standardmäßig kommt er mit diesem Motor mit der 625 PS Maschine. Beim Getriebe sieht es auch sehr ordentlich aus. Allerdings weiß ich gar nicht die Bezeichnung. Ich nehme dieses hier, mein Max Torque, also für den maximalen Drehmoment und den 18-Gang Retarder. Ja, und ja, Interieur hat man nur den hier, aber ist auch sehr schön gemacht. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, also sehr gut gemacht. Und dann geht es an Zubehör. Hier in drinne hat man hier ein Tuning, ja, nennt sich das. Da hat man diese Flaggen hier, ne? Also mein Geschmack ist es nicht, ne? So, dann von außen haben wir auch nicht viel Zubehör, ne? Wir haben hier eine Bullbar, ne? Also Bullenfänger, ne? Einmal hier mit dem Unterfahrschutz, dann den hier. Und dann ohne Unterfahrschutz, also 1 und 3 unterscheiden sich nur bei dem Unterfahrschutz. So, dann hat man hier, ja, halt, kann man sich die Dinger ranklatschen, also Nebenscheinwerfer. Ja, was hat man denn hier? Also, Reifen bringt ja keine mit, ne? Also, da könnt ihr die Roadmaster und die sind von einem anderen Truck, die passen nicht so drauf, weil die Felgen zu groß wären. Ja, felgenmäßig sieht es ähnlich aus. Ne? Da bringt er auch keine mit. Wir können ja zum Beispiel diese Alcoa von den Peterbilt nehmen. Ne? Das würde auch gehen. Ne? Solche Geschichten. Ja, aber die passen auch nicht wirklich. Deswegen würde ich ein solches Gefährt hier dran nehmen, ne? Hinten, da passen diese Alcoa Felgen schon, ne? Könnt ihr dran machen. Also die sind von dem Peterbilt von dem Viper. Also der Truck bringt keine eigene Felgen mit. Der hat ja auch diese Seitenspiegel, die ich nicht so gerne mag, ne? So, auf dem Dach hat er Rundumleuchte. Aber die funktioniert ja irgendwie nicht, ne? Ein Spoiler. Ja. Spoiler, ja. Genau.
Und hier hat er noch die Hupen, ne? So, was ist das hier? Das habe ich ja schon gezeigt von innen drin. Ja, dann hat er, viel mehr hat er der Truck nicht, ne? Wir werden uns den mal auch von außen ansehen, ne? Ich verlasse das, weil ich brauche den Truck nicht zu kaufen. Ich habe ihn schon bereits gekauft. Ja, hier hinten haben wir keinen Zubehörslot. Ne? Da braucht man nichts mehr umzubauen. Da ist der schon. So, da ist der fertig. So, ja, wir wollen raus. So, ich habe mir in der Farbe gekauft. In Rot. Ja. Aber ich war am Überlegen, ob ich den schwarz umlackiere, weil schwarz sieht ja auch gut aus. Ja, was mir auch gefallen ist, ihr seht hier an der Schlafkabine, hat keine Glasflächen. Ne? Die sind lackiert. Ne? Gut, sei es denn so. Ja, dann kommen wir zum Fahren. Ne? Wir gucken uns mal an. Ne? F4 drücken wir mal die Taste. Und ihr könnt sehen hier bei der F4. Gehen wir weiter ein bisschen. Ihr könnt sehen, die neuen Funktionen, die funktionieren nicht. Also, aber es ist halb so wild. So. Ja. Ich habe mir die die Position ja ausgewählt, ne? Aber die Standardposition, wir machen nochmal F4, ne? So. Und dann gehen wir auf R. Das ist die Standardposition. Ich habe mir die ein bisschen mehr nach hinten gesetzt und ein bisschen tiefer. Das war's. Mehr brauche ich nicht. Also auch die Standardposition, wie ihr seht, ist auch gut genug. Ne? Da könnt ihr auch fahren. Ne? Ist auch nicht so das Problem. So, ich setze mir das wieder, wie ich es eingestellt habe. So. Ja, dann würde ich mal sagen, wir starten dann mit dem Truck und ich hole mir einen Auftrag, ne? Frachtmarkt. Und wir sind hier in Tucson, Arizona. Und Oxnard ist mir doch ein bisschen zu weit. Redding ist noch viel weiter. Gucken wir mal noch, was in der Nähe ist. Tucson nach Kingsman. Das sind 316 Meilen. Ja, was Näheres haben wir nicht. Ich denke mal, wir werden das nehmen als Navi-Ziel einstellen. Na. So. Ja, er hat einen brachialen Motorsound, also. Ihr seht, der Retarder, der klingt richtig brutal. Na, der klingt richtig, richtig brutal. So. Ja, und der Mack Titan, ne? Superliner, ne? Ja, Superliner ist, denke ich mal, die Ausstattungsbezeichnung bei Mac, ne? Weil ich habe ja euch den Mac Ultraliner vorgestellt, ne? Ja, und ich denke mal, das sind so Ausstattungsbegriffe bei Mac, ne? Der Ausstattung betreffend. So. Wir gehen gleich bei Charge It und holen die Ladung ab. Na. Ja, und der macht auch wirklich Spaß, dieser Truck zu fahren. Also, mir gefällt der auch sehr gut. Erinnert mich auch an Rubber Duck, weil ich denke mal, Rubber Duck, der fuhr einen Mack. Ich weiß nicht, welcher das war, da müsste ich mal nachschlagen in Wikipedia. Ich denke mal, das war hier ein Mack Titan.
Ja, und zu Mac Titan hier in American Truck Simulator muss ich auch ganz ehrlich sagen, na, ich habe den mal ganz am Anfang von ATS versucht zu fahren. Das war ein absoluter Schrott-Truck, ne? Also mit diesem hier gar nicht zu vergleichen. Ne? Wir können ja auch die kurze Variante nehmen, ne? Das ist die kurze, das ist die Langvariante. Ich nehme mal die Langvariante. Und natürlich nehme ich auch den Auftrag an, sonst kann ich den nicht fahren. So. Ja, auch schwarz sieht er auch sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Truck, ne? Drehen hier gleich um. Holen den Trailer. Truck, der hört sich wahnsinnig an, also das. Auch die Schaltgeräusche, ne, also das ist wahnsinnig gut gemacht. Der Truck. Allerdings bringt er auch einige Fehler mit in der Log. Ne, der hat schon einige Fehler dabei. Ja, nobody is perfect, aber echt. Geiler Truck, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dann können wir mal gucken. Also die Skalierung hier, wenn wir mal gucken, ne? Die Skalierung ist in kmh gemacht, ne? Also er hat keine Meilen, ne? Er ist aus dem Eurotruck übernommen worden und deswegen hat er kmh-Skalierung. Ne? Also auf dem Tacho dürft ihr euch nicht verlassen. Ja, er zeigt euch in kmh an. Ihr müsst das halt umrechnen können. Ne? Oder ihr habt das Spiel auf dem, wie soll ich sagen, auf Kilometer umgestellt, aber das macht auch irgendwie keinen Spaß. Also für mich American Truck Simulator gehört schon, dass man wenigstens das imperiale System, also das Mass-System hat, ne? Und nicht das europäische metrische System, ne? Weil das passt ja gar nicht zu Amerika. Amerikaner messen immer noch in Meilen. In Ellen und Zoll, also Inch. Ja, und deswegen passt es auch viel besser, wenn ich das Spiel in Meilen habe. Also mir gefällt das besser in Meilen als in kmh zu haben. In Euro Truck selbstverständlich umgekehrt. Da gefällt mir, da ich in Europa fahre und meistens in den europäischen Festland, und nicht nach Großbritannien, auch ab und zu nach Großbritannien, aber hauptsächlich in Europa, also in Mitteleuropa unterwegs, da gefällt es mir mit kmh besser. ETS 2. Ne? So, bevor ich eingeloggt habe, ne, um euch den Truck vorzustellen, habe ich ja bin ich oder habe ich ja ich hab's so. So, ich habe gelesen, ne, über den ATS und ETS 2, da stand in den News, ne, dass die Beta-Phase so langsam vorbei sein würde, ne, und ja, der Next wird wahrscheinlich auch der Multiplayer wieder on sein. Also für die Leute, die 1.25 haben. In ATS und ETS 2, ne? Und in ATS den 1.4er. So. Sollte sozusagen zur finale Version sein. Ja, du halt mal an. Weil sonst bist du ganz schön schnell platt. Ja. Und der klingt extrem brachial brutal, ne?
dieser Sound, also das ist echt Wahnsinn. Der Truck, der klingt echt gut. Also mit der Schrottkiste, was am Anfang, wo das ADS rauskam, hat es nichts mehr zu tun. Also es ist echt ein cooler Truck geworden. Ja, er hat noch seine gewisse kleine Fehler, aber mein Gott, hier ist nicht so schlimm, ne? Also man kann ihn sehr gut fahren und ja. Der fährt um die, ja, ich habe ordentlich getreten, ne? Da fuhr er schon über 80 Meilen, also 140 km/h, ist ganz schön viel für einen Truck, ne? Also das Spiel heißt American Truck Simulator und nicht Need for Speed, ne? Das sage ich immer wieder, ja, man sollte auch mal ein bisschen Geschwindigkeit wegnehmen, ne? Jeder dem sein, ne? Ihr könnt ja auch mit 300 hier vorbeireisen, wenn euer Truck das schafft, aber wenn eure Ladung lieb und heilig ist, ne? Und ihr auch ein bisschen ein paar müden Dollars hier verdienen wollt, ne? Dann solltet ihr schon mal ein bisschen langsamer fahren. Wie gesagt, jeder dem sein, ne? Ansonsten, was soll ich zu dem Truck noch sagen? Also der ist echt super zu fahren. Ihr hört ihn ja richtig, der Baum. Wow. Du fahr du dran, du Tüte, du. Mein Gott. Ja, ich wollte ja halt rüber, ne? Da stand er mir ein bisschen im Weg, ne? Der lässt sich echt super, super geil fahren. Also ich finde ihn echt ein echt gut gelungener Truck Mode. Ne? Da kann man sich sicher sein, dass er ein guter Truck ist. Oh, guckt euch mal an, hier Flughafen. Ne? Und ich glaube, ich überhole die Trantüte gleich, wenn er. Ja, Hupe, ne? Ja, die Hupe, die kennt man auch aus dem ETS 2, ne? Meistens. Ja, ich denke mal, das ist die DAF-Hupe, ne? Weil bei DAF habe ich das öfters gehört, diese Hupe. Aber die klingt schon mordsmäßig geil, ne? Das hört sich echt brachial brutal an. Brutal, echt brutal, wie der Retarder abbremst. Ne? Echt, echt, echt gut gemacht, der Truck. Also ich kann nur Lobeshymnen auf ihn aussprechen. Ja gut. Naja, er kann mit dem Truck vom Viper nicht mithalten. Also da, das wäre unfair, wenn ich denn so messen würde. Ne? Aber wie gesagt, es ist ein sehr gut gemachter Truck. Da kann man es anders nicht sagen. Der fährt sich echt sanft und gut. Ne? Lenkt auch gut ein. Er ist auch, was das Fahrverhalten angeht, auch stabil. Der kippelt nicht, habe ich auch schon anders erlebt bei manchen anderen ATS-Trucks, ne, dass die nicht richtig eingestellt wurden von der Physik her und ja, dass die kippeln. Ne, also das habe ich auch schon öfter erlebt. So Freunde, ich denke mal, wir sollten schon langsam eine Pause einlegen. Ne?
Ich denke mal, die Folge, die ist schon lang genug geworden. Ja, keine Tankstelle in Sicht. Aber vielleicht kann ich hier, ist ja sowieso, runterfahren. Ja. Ich sehe da ein Motel oder sowas. Oder hier die Tankstelle, da können wir auch anhalten mit der Tanke. Werde ich mal sehen, ne? So, damit auch die Mordvorstellung dieser Folge zu Ende geht, ne? Ja, Mack Superliner, echt ein cooler Truck, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde euch auch den Download-Link dazu tun, dass ihr euch den holt. Bleibst da stehen, so. Wir fahren hier auf dem Parkplatz, Freunde. So. Ich drehe gleich um. Ja. Ich parke gleich hier. Ich werde die Fahrt alleine weiter fortsetzen. Ja. Ich fahre mal hier auf dem Trucker Parkplatz. Ja. Hol mir einen Burger. Und ich würde sagen, Freunde, ja, könnt ihr den Mack nochmal wunderschön betrachten. Ja. So, und echt wunderschön der Truck, ne? Sieht einfach geil aus. Ja, Freunde, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich bin noch dabei auf das Gameplay und wir sehen uns den jetzt wieder. Und ja, ich würde sagen, bis demnächst, Freunde. Und allzeit gute Fahrt. Tschüss.